Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Was haben wir denn da? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Nicht so euphorisch, lieber Rufus. Passiert da das Gleiche? Ich glaube ja. Es läuft doch immer. Ja, immer der Müll im Fernsehen. Dann guck doch mal auf YouTube. Als wäre es da besser. Ah, da ist ja meine Ach, Liste. schau mal an. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Klar, Ein weil. Seitenschneider? Was zum. Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Das denke ich mir auch immer wieder. Irgendwas wirst du dir da schon bei gedacht haben. Vor allem im Studium. Warum habe ich das Seminar so gewählt? Warum schreibe ich gerade eine Hausarbeit? Ah ja, ich werde mir da schon irgendwas bei gedacht haben. Es fehlt nur noch, ja, Ach so, samt ja. sein paar Socken und dann. Ja. Ja, Ach, was das? meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja. Und trotzdem bist du immer noch hier. Was sagt uns das, Rufus? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, ob wir also Rufus sein Schweiß. Das Ah. könnte nützlich werden. Ich hab Angst, Rufus. Was haben wir hier? Das Öl ist so Öldose. ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ja, dann werden wir uns die Dose mitnehmen. Vielleicht können wir da was reinfüllen. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Du kriegst sie ja nur nicht auf, deshalb willst du nicht aufmachen. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen, ohne mich. Ich hätte dich, glaube ich, auch da gelassen. Sorry. Was haben wir hier? Eine Die Hausapotheke. Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ja, ich glaube, bei dir braucht sie das auch wirklich. Kannst du das aufmachen? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja, mich wundert es, dass du überhaupt einen Schlüssel für die Wohnung hast. Dass sie dich nicht irgendwie in einen Käfig eingesperrt hat, damit wirklich nichts passiert. Postmenstrualen, was? Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toilettentür, ach, wie schön. Haben wir da irgendwas? Nö, Toilettentür. Okay. Ah, die Zahnbürste. Huch! Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Wie geckig, die da rausguckt, ist ja süß. Können wir irgendwas. Können wir das Öl ganz naturschutzrelevant hier Und weg drin. damit. Oh, es geht tatsächlich. Ja, jetzt haben wir die Dose. Die ist ja eh viel cooler. Man kann immer noch das ranzige Öl riechen. Ach, egal, da können wir uns sicher unseren Proviant reinmachen, weil ist ja völlig egal. Dann kleben da halt. Dann wird der Proviant. Bisschen geschmeidiger mit dem ranzigen Öl. Ist doch toll. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Tut der Verdauung gut. Seitenschneider! Yeah! Und Waschmittel. Als würde Rufus waschen. Ich bitte euch. Komm, wir durchstöbern mal Tonis Unterwäsche. Ach, wie schön das da drin aussieht. Guckt euch mal das. Guck mal, wie schön. Alter. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Oh, sie wird mir sehr sympathisch. Ich glaube, ich würde mich mit ihr verstehen. Heftige Memo. Eine Guillotine-Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Hinter Tonis Hütte. Ich möchte aber erstmal hier unten gucken, ob wir die Gut, gut, Zahnbürste. gut. Komm zu Papa. Kommt hierher?
Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Vielleicht können wir irgendwie Marmelade hier verteilen und sie bleibt dann drauf kleben oder so. Das wäre doch was. Schau mal einer an. Nervige Memo. Komm, wir sammeln Memos. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Vielleicht finden wir irgendwas so Reiseproviant. Da sind Oh, scheinbar noch ein paar nebt. Wasabinüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Aber du hast doch was. Naja. Guck mal, das können wir noch als Topping verwenden. Oh Gott. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabinüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Bloß nichts verschwenden, ne? Können wir das jetzt als Topping benutzen? Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Oh, können wir die vollmatschen? Komisch, dass sie gar nichts zu meiner Wäsche sagt. Entweder habe ich einen Zettel übersehen oder die Gute wird nachlässig. Kann man die zerschneiden? Ich könnte die Zettel einfach kaputt machen, aber irgendwie ist mir das nicht spektakulär genug. Wie wär's denn mit? Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Ach Feuerstelle und was. auf geht's. Aber da müssen wir. Ich habe doch noch welche gesehen. Da. Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Schön. Eine Gabel. Warum braucht. Ich frag nicht. Warum braucht Rufus eine Gabel? Das macht mir Angst. Topf? Können wir damit was machen? Was für eine Plörre. Lecker. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Och, Rufus. Irgendwann wirst du auf. Warum ist hier eine Socke? Und dann, wo ist die zweite? Warum ist da eine Socke im Kühlschrank? Rufus! Was für abartige Sachen machst du mit dem armen Kühlschrank? Mantel, ist da was dran? Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war Ach tatsächlich was. was drin. Eine Socke. Cool. Cool, jetzt. Eine Socke habe ich schon mal. Aber Das. ich brauche ein paar. Aber Ich da. will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich Aber. nach Elysium komme. Aber dann bist du wie Pippi, Lotta, Viktualia, Pfefferminzer, Langstrumpf. Eine Ephraims Socke Tochter habe ich schon Langstrumpf, mal. sorry. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Können wir die irgendwie einfärben? In meinem. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben einen Topf, wir haben ein Waschmittel und wir haben einen Ofen. Ich will mal was ausprobieren. Warte. Können wir da das hier reintun? Und rein damit. Ja! Können wir die anzünden? Hä? Yeah! Mal zu. Ich glaube aber. Obwohl wir brauchen. Ich glaube, wir bräuchten was Wasser, ne? Naja, Wasser würde ich das jetzt nicht denken. Nicht nennen, aber. Wasserersatz halt. dann kriegt das alles noch so einen leichten grünen Graustich. Als wäre das Wasser da so sauber gewesen. Das tun wir nicht so Spiel. So, jetzt kocht das Wasser. Können wir die jetzt reintun? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Ja, jetzt sei mal nicht so, als würdest du dich da so gut mit auskennen. Das ist auch mal eine neue Art, Wäsche zu waschen. Ich bin zwar kein Experte. So. Autsch, das ist ja heiß. Sag bloß. Können wir das mit der Gabel umrühren? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Was? Fall von subtraktiver Farbmischung.
Was soll denn das jetzt? Aber wo ist... Aber wir brauchen zwei Socken. Aber. Socken, Zahnbürste. Was mache ich denn? Ist da noch was drin? Was mache ich denn jetzt? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Hast du noch die Gab? Oh, Rufus! Seitenschneider. Keine Chance. Ich komme damit zwar in... Myrtle hat nicht genug Hebel. Ah, gehen wir mal hier hin. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Aber du kommst nicht zwischen... Du hast nicht genug Hebel. Haben wir irgendwas übersehen? Da war nur der Seitenschneider. Können wir hier durch? Nein. Rufus! Was haben wir denn? Koffer? Kissen. Ist da irgendwas? Na nun, ach was. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Juhu, Socke! Können wir die schon reintun? Boom. Socke. Socken? Check. Möchtest du nicht auch irgendwie Unterwäsche oder so mitnehmen? Das ist ja abartig, Rufus. Proviant? Check. Eine für sofort und eine für unterwegs. Eine Wasabi. Komm. Was machen wir denn jetzt mit dem... Was ist das? Sehr cool. Koffer packen, nach Elysium gehen. Das klappt sicher total gut. Ah, wie komme ich da weg? So. Es klappt sicher total gut und das Spiel ist gleich vorbei, weil der liebe Rufus auf Elysium ist. Was mache ich denn jetzt? Mann. Wie komme ich denn da in die Ritze? Und können wir die Wasabi-Nuss einfach hier hinlegen? Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Und wo kriegen wir eine Falle her? Die ist wahrscheinlich da drin, aber da kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht dran? Kannst sie aufflammen? Damit kriege ich die nie auf. Was haben wir denn hier? Ich bin überfragt. Ist noch was? Im Kühlschrank war nichts mehr, ne? Nee. Bin ich denn blind? Bin ich denn blind und blöd? Ist hier irgendwas? Ach, schau mal an, Pömpel! Schau mal an, wenn man richtig hinguckt, ne? Ist das Leben direkt einfacher. Können wir den aufpömpeln? Yeah! Tschakka! Würde ich sofort reingreifen. Das ist sehr vertrauenswürdig. Aber es ist ja Rufus. Ah, jetzt habe ich... Können wir den... Aber der Pömpel! Aber ich pömpel doch so gerne. Geht das? Cool. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Aber sowas von. Bei der Produktion dieses Spiels wurden keine Tiere misshandelt. Put, 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 komm zu Papa. Ha, die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh, Rufus, das ist nicht dein Ernst. Oh.